Okay, Leute, ich mache weiter mit Lords of the Fallen. Ich habe ein paar Videos gesehen, unter anderem von Trant. Und dieses Video, was Trant gemacht hat, ist ganz lustig. Ich kann es, warte, ich zeige es euch einfach mal ganz kurz. Und zwar soll das einfach nur veranschaulichen. Das ist, ich weiß gar nicht, es ist nicht auf öffentlich gestellt, deshalb weiß ich nicht, ob er das cool findet, wenn ich es zeige, aber ich hoffe, es ist okay. Und zwar zeigt das bei Lords of the Fallen, wie Imbar Wurfobjekte sind, mit denen ich mich selber auch noch gar nicht so richtig beschäftigt habe. Also, das ist ein Video von Trant, der einfach mal demonstrieren wollte, Lords of the Fallen. Und zwar Melee-Damage versus Wurf-Damage. Checkt es mal ab. Warum ist die Qualität so mies? So, erstmal sehen wir hier Melee Damage. 593, geht hier in den Kampf. Ist jetzt kein allzu schwerer Kampf. 2, 3, 4, 5 Schläge, Gegner liegt. Kein mega schwerer Kampf, aber schon ein ganz schöner Brocken. 5 Schläge. Und jetzt gucken wir uns das Ganze nochmal an mit einem Wurfhammer. Ich weiß nicht, warum er ihn nicht anfokussiert, aber... 1105. 1105. Er ist eigentlich schon tot. Zack. Fertig. Ja. Ich würde sagen, Case closed. Ein bisschen Imber, die Wurfsachen. Jetzt kann man natürlich sagen, ja gut, die haben ja auch nur beschränkte Munitionszahl. Aber man kann ja auch Munitionstaschen nachkaufen. Und das ist ja jetzt auch nur ein Standardgegner. Wenn man das jetzt mal einfach nur auf Bosskämpfe überträgt, da stellt sich schon die Frage, sollte man wirklich versuchen, den Perfect Dodge zu machen und eventuell den Stamina-Balken ein bisschen füllen? Oder sagt man sich einfach Scheiß drauf, ich werf dem einfach irgendwas an den Kopf? Oder wie oder was? Okay. Wir machen weiter mit Lords of the Fallen. Das ist mein neues Schwert, das ich auch schon hochgelevelt habe. Und jetzt muss ich mal gerade überlegen. Ich überlege tatsächlich, ich könnte ja in die zweite Hand auch einen Schild nehmen. Hier 43%. Nee, ich bin ja jetzt schon fast bei Fat Roll. Da bin ich definitiv bei Fat Roll. Auch dieser Belastungsbalken da links. Ich will nicht schon wieder motzen, aber ihr müsstet mir doch eigentlich da eine Kilozahl hinschreiben. Diese ganzen Sachen haben ja hier 6,8, 11,5, 2,8... Ich weiß ja nicht, was das für ein Unterschied macht. Ich kann es jetzt natürlich anziehen und wieder ausziehen. Aber einfach eine Zahl, dann wüsste ich... Aha, das geht nicht. Dann müsste ich es nicht ausprobieren. Ich sag's nur, ich sag's nur. Es sind alles Kleinigkeiten. Aber das ist das, was ich mit Polishing meine.
So, ich glaube, wir gehen mal jetzt storytechnisch, gehen wir einfach mal weiter. Section 9, vielen Dank. Eben noch gesehen. Und zwar müssen wir hier lang. Kann ich beamen nicht? Doch, ne? Wo denn? Heiligtum, Windmühle, Dorf, Grabstätte. Verlassene Moor. Ich glaube, das war's. Hier geht's, glaube ich, storytechnisch weiter. Hier sind wir vom Boss gekommen. Ich will nur noch mal gucken. Aber wenn ich mich nicht irre, müsste hier oben dann der Bossraum sein. Ja. Okay, da ist der Bossraum. Annette M., ich habe ja auch niemals gesagt, dass das Spiel scheiße ist, oder? Habe ich das gesagt? Ich versuche ja nur rauszuarbeiten, wo das Spiel noch Verbesserungspotenzial hat. Aber ich würde es ja jetzt nicht hier zum fünften Mal im Stream zocken, wenn ich scheiße finde. Was, wer bist du denn? Apologies for the dour mood you found me in when last we met, but I've perked up since then. Found myself a new purpose. At least something to keep me occupied while in Mornstead. I'm going to be a traveling merchant. Please, peruse my wares. Hopefully you'll see something of in. Some might use it, but I'm just put. You could even say that there's a sort of nobility. Well, perhaps just a little. Some might use the word scavenger. True, but that sounds somewhat judgmental. I'm just putting to use. You could even say that there's a sort. Well, perhaps just a little. Hello again. Okay, was hat er? Ja, oh, was ist denn das? Dolch des verbannten Nachstellers. Ich mag ja schnelle Waffen. C-Scaling of Agility. Aber das ist wahrscheinlich sehr schnell. Was haben wir hier? Bekennerkolben habe ich, glaube ich, sogar schon. Spitzer Stock habe ich. Was ist das? Kleines Deralium-Fragment. Ich glaube, das ist zum Upgraden, ne? Das ist Upgrade-Material. Was haben wir hier? Blutungsheilung. Hasenpfote. Habe ich, glaube ich, auch schon. Ja. Gegenstand Entdeckungsrate. Das ist dann gut zum Farmen. Aber das ist oft. Ist das. Einmal-Item? Ja. Neuer Helm. Handschuhe des Schwarzfelder Waldläufers. Das ist nix. Oh, Gewand des verbannten Nachstellers. Bis auf den physischen Schaden ist es eigentlich ganz geil. Aber physischer Schaden ist nun mal sehr entscheidend. Ja, sehe ich jetzt hier ehrlich gesagt nichts, was mich so konkret anlächelt. Hier hätte ich auch gerne noch eine Anzeige, wie viel ich davon schon in meinem Inventar habe. Und der Dolch des verbannten Nachstellers. Ich weiß noch nicht so recht. Ich kauf den mal. Er hat sogar zwei. Ich kauf beide. Einfach, weil ich immer gern alle Waffen gerne hab. Und einfach auch mal ausprobieren möchte. Das sind die Dinger. Gleich mal testen, obwohl wahrscheinlich jetzt wird nicht abgegradet hier, die Gegner ein bisschen zu hart sind. Na, schauen wir mal. Oh mein Gott! Habe ich mich erschreckt. Oh,
Direkt schon wieder Boss? Alter. Das sieht aus wie Naito. Der Fleischsammler. Okay, geil. Jetzt habe ich natürlich komplett die falsche Waffe. Ja, zu gierig. Oh, was ist das? Okay, damit habe ich natürlich jetzt nicht gerechnet. What the fuck? Okay, absolut doable. Kleine Adjustments. Hä? Wo ist das denn? Da. So, und dann könnten wir uns überlegen. Sollen sie in der Pfeile? Ne, warte mal, hier. Wurfhand. Was haben wir hier? Blutendes Messer, Blutungsschaden, Imperiumsgranate, 100%. Probieren wir das doch mal. Zu langsam, ey, Reflexe. Jesus. Darf ich vielleicht auch mal irgendwas machen?
Oh, die Backhand. Also schon schwer zu lesen teilweise. Wenn er so die Backhand macht. Das ist schon schwer zu lesen, wann dann da der Schlag wirklich kommt. Was war da? Ach, guck mal, du kannst hier Leute summonen, die dir beim Kampf helfen. Och, ja, geil. Ah, wieder zu gierig, ne? Ich hadere mal wieder mit der Steuerung, weil das Autofokussen wieder weggegangen ist. Verzögerten Attacken nerven mich. Okay, alle Versuche, irgendwas anderes zu machen, als reinzuhauen, sind bislang gescheitert. Diese komischen Flaschen, die ich geworfen habe, haben überhaupt nichts bewirkt. Haben wir was anderes? Wir haben auch hier diese Messer. Wurfstern, Wurfstein. Wieder versucht zu parryen, aber... Was trifft einen denn dann da? Die Bodenwelle? Ich nichts treffe einfach. Zu heilen. Jesus, geht nach vorne und zurück.
Ich sehe nix. Och ja. Ich sag nix, weil ihr sonst wieder motzt, dass ich motze. Was habe ich denn da eigentlich alles equipped? Nee, ich sag nix. Auf die Tricks fall ich nicht rein. Ich denk mir meinen Teil. Und bin sauer. Diese verzögerte Scheiße, Alter, das nervt so krass. Das nervt bei Elden Ring, es nervt bei Lies of P, es nervt bei jedem Spiel einfach. Wie willst du dem ausweichen? Du weißt ja nicht, wann er schlägt. Beim ersten Mal schlägt er, beim zweiten Mal schlägt er. Im Prinzip eine reine Reflexgeschichte. Da auch wieder verzögert. Keine Chance gehabt. Ja.
da kannst du nichts machen. Ich weiß nicht, wie man diese Attacke kommen soll. Alter! Ich hatte das Schwert irgendwie auch schneller in Erinnerung irgendwie. Ich bin auch kein einziges Mal gestaggert. Wir probieren es mal mit meiner Lieblingskombination. Gucken, wie wir damit klarkommen. Nein, du hast mich nicht getroffen. Da war wieder der verzögerte Drecksangriff. Seh nichts! Alter, was ist hier wieder passiert gerade? Plötzlich habe ich mich nicht mehr gesehen. Er kam auf mich zugestürzt. The fuck? Zu nah an der Wand, ja, dumm von mir.
keine Chance, diesem Angriff auszuweichen. Es tut mir leid. Jetzt muss ich erst diesen... Nein, muss ich gar nicht. Mann, die Backhand. Kannst du nicht ausweichen, der Scheiße. Geht doch da rein. Heresie geläutert. Überrestsamen. Was ist das? Come to all is my child. Yes. Hands in my embrace. Oh, may your flesh sustain my divinity. Bless you. Bless you. Andenken an den Fleischsammler. Damit können wir uns eine Bosswaffe schmieden. Hier könnten wir theoretisch einen Bonfire reinballern. Die Frage ist, wollen wir das? Weil da oben war ja theoretisch eins. Nicht allzu weit weg. Wie hieß nochmal, es gab so einen ähnlichen Boss, also sah auch tatsächlich die Arena so ähnlich aus in Dark Souls 2 im Gatter am Ende. Wie hieß der nochmal, der Fleischburger? The Meat Love oder so, keine Ahnung. Achso, ich bin ja schon im Nexus, im Umbral. Hier ist wahrscheinlich normalerweise Wasser, wenn man nicht in der Umbralwelt ist. Die Frage ist, sollen wir jetzt hier eins in den Boden hauen? Ja, genau den Rotten Boss. Genau den meine ich. Charakter aufwerten. So, was hatte ich gesagt, brauche ich für... Warte, wir müssen gucken erst. Nein, weißt du was? Teleportieren uns erst.
zur Himmelsrast und gucken, was die Bosswaffe ist. Eventuell sind wir gleich froh, dass wir ein bisschen Kohle haben. Das? Ja, der Fleischsammler. Dafür kriegen wir Fleischflut. Okay, das ist einfach ein Zauber. Und den Reliktspeer von Sankt Latimer. Angriffskraft 100. Macht 47 Schwächeschaden. Ein Speer, der einst von Sankt Latimer, den Heiligen Wächter, getragen wurde. Verbessert euer Strahlen, um mehr Einsicht zu erhöhen. Kann ich gar nicht benutzen. Auch ziemlich lame Waffe, ehrlich gesagt. Hier ist nichts Neues, ne? Chosen bearer of the lamp, like you I serve. Until her embrace. Okay. Ach, hier können wir die Augäpfel übrigens ausgeben. Umbralreste kann man dafür kaufen. Das ist ja gar nicht so schlecht. Die wiederum brauchen wir doch für die Bosswaffen, oder? Oder habe ich das jetzt verwechselt? Ne, Umbralreste kann man da kaufen. Das ist ja nicht schlecht. Dafür sind dann die roten Laternen gut. Da kann man dann Bosswaffen Währung farmen. Na gut. Ach so, und jetzt wollte ich noch gucken, für den Katalysator brauche ich Strahlen 12. Oder 15. Ich werde nicht zu viel Kram auf Stats verschwenden, die ich eigentlich nicht benutze, aber so. Vielleicht kann das nochmal ganz nützlich werden, wenn man so ein bisschen sich mit Zaubern heilen kann. Wie finde ich das Spiel im Vergleich zu anderen Souls-like-Empfehlungen? Also ich kenne jetzt auch nicht so viele Souls-like. Ich habe, wie gesagt, Lies of P habe ich nur bis zum ersten Boss bislang gespielt. Da möchte ich mir noch nicht so wirklich ein Urteil erlauben. Ich finde die aber so vom Souls-likeness-Level finde ich die sehr ähnlich. Also die Ähnlichkeiten mit den Originalspielen sind natürlich gewollt und ziemlich eindeutig. Und beide Spiele sind für mich jetzt nicht so perfekt wie die FromSoft Originale, aber beide Spiele machen mir Spaß. Also ich finde halt hier merkt man, es ist halt echt wie so ein schwächeres Dark Souls. Also es hat jetzt, wie gesagt, nicht die Klasse eines Dark Souls, aber es ist ein ganz gutes Substitut. Und es gefällt mir auf jeden Fall besser als, wie hieß dieses... Ach, so kann man sich auch in die Umbralwelt holen lassen.
Das ist ja mal interessant. Ohne die halbe Energie zu verlieren. Das ist ja gar nicht so schlecht eigentlich. Ohne zu sterben können die einen in die Umbralwelt ziehen. Es ist halt kein Dark Souls, um es mal kurz zu fassen. Aber es macht schon Spaß. Also es ist irgendwie schon auch motivierend. Weil es halt einfach so dreist geklaut hat, dass die Sachen halt schon auch funktionieren. Und ich finde die Welt auch nicht komplett uninteressant, muss ich sagen. Also es ist schon okay. Und Lies of P will ich auf jeden Fall auch noch zocken, weil ja auch alle so davon schwärmen, dass ich es mir allein deshalb schon mal angucken muss. Noch näher. Was ist jetzt passiert? Ja, okay. Aber gegen wen ist denn er jetzt hier? Da hinten ist irgendwas Böses. Da ist er wieder. Ah, siehst du, ich wusste doch, es ist Verschwendung, den da hinten reinzumachen. Komplett umsonst. Mortal Shell habe ich nicht probiert, das hat mich nicht so wirklich gereizt, ehrlich gesagt. Oh, er. Ja, was? Er auch nicht. Also es macht mir mehr Spaß, muss ich sagen, als viele andere hochgepriesene Souls-Likes, wie zum Beispiel The Search oder Last Remnant. Auch wenn man das jetzt nicht so ganz hundertprozentig vergleichen kann, aber da macht mir das hier doch deutlich mehr Spaß. Allerdings könnte man da natürlich dann wieder sagen, wenigstens versuchen die anderen da noch ein bisschen was Neues. Das hier ist halt schon wirklich eine ziemlich dreiste Kopie von Dark Souls. Aber dann denke ich mir halt auch, lieber gut kopiert, als nicht ganz so gut erfunden. Aber wie gesagt, ich habe es ja auch schon mal in einem Game-2-Beitrag gesagt. Ich bin eigentlich so... Also das Spiel ist jetzt ja auch nicht überragend, das spiele ich. Aber normalerweise, wenn ich so spiele wie Resident Evil 4, das ich noch nicht durchgezockt habe, wenn ich Baldur's Gate noch habe und so weiter, also dann macht es für mich nicht so viel Sinn, ein 75 oder 80% Spiel zu spielen, wenn es irgendwie... Also ich sag das jetzt mal so in bewusst in Prozentwertung ausgedrückt. Wenn ich dafür irgendwie Spiele habe, die als Classics gelten oder im 90er-Bereich sind. Ich würde das nicht immer allgemein sagen. Manchmal hat man halt auch einfach irgendwie so ein Guilty Pleasure, Bock auf ein Spiel, wo man weiß, das ist jetzt hier nicht eins der Top 10 Spiele der letzten Jahre, aber es macht irgendwie doch Bock. Also das gibt's natürlich auch immer wieder. Aber so generell komme ich oft bei so Spielen an einen Punkt, wo es mir dann einfach keinen Bock mehr macht. Und das, da trennt sich dann meistens die Spreu vom Weizen von Spielen, die halt echt von Anfang bis Ende richtig Bock machen und abliefern und nicht nur ein paar Stunden und dann nerven. Zum Beispiel bei vielen Open-World-Spielen habe ich das, wo dann die ersten 5 oder 10 Stunden richtig geil sind, aber dann irgendwann wird es öde und repetitiv und macht dann mir persönlich nicht mehr so Spaß. Wo ist denn der Typ, an dem der gestorben ist? Das gibt's doch gar nicht. Guck mal, wie weit. Hier, der. Ach du Scheiße. Ich kann doch gar nichts. Geht er schon down? Allerdings muss ich aufpassen, gleich kommt der Sensenmann.
und bringt die Sense ran. Okay, man sieht nichts mehr. Ui. Der Sensenmann kommt gleich. Der Sensenmann kommt gleich. War hier sonst noch was? Fluchdrachenring. Shortcut. Wo ist das nächste Bonfeuer, Leute? Hier nicht gleich ein Bonfire kommt, müsste ich eventuell zurück. Oh shit, falsche Richtung. Okay. Gerade habe ich mich noch geheilt. Ich habe auch noch nicht so viel Open-World-Spiele durchgespielt. Breath of the Wild, Zelda habe ich durchgespielt und Elden Ring sind, glaube ich, auch meine einzigen Open-World-Spiele, die ich durchgespielt habe. Wobei ich sagen muss, Zelda habe ich aber auch, keine Ahnung, 2 Jahre oder so dran gehockt, weil mich da auch immer mal wieder dann die Motivation tatsächlich verlassen hat. Und ich dann aber immer so wieder Bock hatte und dann mal wieder nicht. Was aber eigentlich ganz cool funktioniert hat für mich, weil ich mir so gedacht habe, okay, jetzt habe ich wieder Bock auf Zelda. Gutes zu haben, geiles Spiel. Und dann hatte ich wieder mich so ein bisschen satt gespielt und habe wieder andere Sachen gespielt. Also der Doppelspeer ist für mich eigentlich echt immer noch... Ich wechsle gleich nochmal auf das Stacheldrahtschwert. Zum Vergleich. Aber ich komme hier echt gut klar mit den Doppelsperren, muss ich sagen. GTA 5 habe ich auch nie durchgespielt, ne. Tatsächlich nie durchgespielt. Ich habe gespielt bis zu dem Verrückten. Und noch ein bisschen dann, aber... auch nicht mehr dann so weit. Habe ich aber tatsächlich immer mal wieder in Erwägung gezogen, weil das ja jetzt auch dann auf allen Plattformen und immer wieder gepatcht, dann kam es noch für die PS4 und die PS5 raus und tatsächlich hätte ich mal Bock gehabt, oh, da kann ich nicht, da muss ich, oder? Ich will jetzt nicht. Doch, da komme ich doch durch. GTA 5 nochmal durchspielen habe ich auch schon lange auf der Liste, ehrlich gesagt. Das Problem ist so ein bisschen bei GTA 5, dass der Anfang, den man da immer wieder spielen muss, bis sich die Map wirklich öffnet und man zwischen den Charakteren und so hin und her springen kann, da habe ich ja nicht mehr so Bock, das nochmal zu spielen, ehrlich gesagt. Aber auch bei GTA, muss ich sagen, haben mir da irgendwo dann auch die RPG-Elemente verloren, die mich so bei der Stange halten. Irgendwelche Brieftauben sammeln oder was weiß ich, was es da gibt. Sammle 200 Notenseiten oder ach, keine Ahnung, das reizt mich nicht so. Hier könnte man einen Setzling reinhauen. Der Verrückte von GTA 5 ist Trevor, genau. Wasteland 3 würde ich gerne noch spielen, hat mir auch Trant empfohlen. Er meint, wenn man Divinity und so mag, muss man Wasteland 3 spielen. Hab ich auch schon runtergeladen tatsächlich.
Ich sag's ja, das Schwert ist nicht unbedingt besser. Guck mal hier, warum hat der nicht getroffen, der Stich? Oh, wir haben einen Sniper, cool. Sperren. Ich sag's euch, Leute. Bislang habe ich noch keine bessere Waffe gefunden als die Doppelsperre. Ich sag's euch. Ich glaube, die Entwickler checken nicht, dass die viel zu schnell angreift. Da, guck dir mal an, die greifen schneller an als mit einem Dolch. Ne, Divinity 2 habe ich noch nicht beendet. Kommt noch. Alter. Alter, was? Soll denn das schon wieder? You. How about some help? The sorcerer I was traveling with said the trinket I wore was actually some kind of ancient magical accessory. Said it would toughen my skin against harm if I let him reinvigorate it with his sorcery. As you can see, was jetzt passiert? Was ist jetzt passiert? War ich vergiftet? Was soll ich von ihr nehmen? Und warum kann ich das nicht machen? Jetzt habe ich sie getötet. Nun, das wäre ihre Sidequest gewesen. Das ist natürlich unglücklich gelaufen. Was habe ich da gerade für eine Waffe gekriegt? Das nervt mich auch, dass man nicht nach Pickup sortieren kann. Die hier. Kokainschwert? 60 Blutungsschaden. Da sehen wir die Spucker. Alter. Boah, das war knapp.
Nee, heute nicht nur Lords of the Fallen, Leute. Ich sag's nochmal, weil jetzt viele neue dazugekommen sind. Ich spiele bis 9 Lords of the Fallen, dann zocken wir Hot Wheels. Da habe ich ein Placement. Das hat Florentin auch gezockt und das soll sehr geil sein. Das soll richtig Spaß machen. Das werde ich dann 2 Stunden zocken und dann kommt der Großmeister himself. Ich will seinen Namen nicht aussprechen. Und möchte gerne Schach spielen gegen mich. Ich habe in letzter Zeit sogar ein bisschen Schach geübt. Ich will nicht sagen, dass das irgendwas ändert, aber ich wollte es zumindest mal sagen. Ja, Hot Wheels. Die Hot Wheels-Spiele sind übrigens nicht so schlecht. Ich kenne die nämlich von meinem Sohn. Wir hatten auch ein paar auf dem iPad und so. Also, ich wäre da vorsichtig mit Vorurteilen. Wer schießt? Irgendwas schießt hier. Oh. Was willst du denn? Oh, wieder 7000 Seelen gefarmt. Ich finde, das Spiel ist sehr großzügig eigentlich mit Seelen. Der hält ein bisschen mehr aus. Ist das ein Bonfire da vorne? Da war ich schon. Okay, komm, gehen wir zum Bonfire. Ah, da ist der Shortcut. Hatte noch Hoffnung auf Baldur's Gate. Ja, Baldur's Gate spielen wir die Woche auf jeden Fall auch noch. Welcher Hammer soll geil sein? Der hier. Knüppel des Glaubens. Kann ich gar nicht benutzen. Stärke 28. Könnten wir mal hinleveln, aber Axt. Ich finde zum Beispiel nur so kleine Quality of Life Verbesserungen, liebe Entwickler. Kategorisiert die Waffen doch. So wie bei Elden Ring. Alle Dolche hintereinander Absatz. Alle Kurzschwerter hintereinander Absatz. Alle Äxte hintereinander Absatz. Kleinigkeiten, die mir zeigen, dass sie Kabelfernsehen haben. Vielen Dank, Jopi, für das Lob. Und Anakin hat vor 16 Minuten gesubbt und ich habe es nicht gesehen. Es tut mir leid. Und Steffling auch. Vielen Dank, Leute. Ich habe tatsächlich nur diesen Hammer mit der Strength-Waffe. Das war ein Zitat, das zeigt, dass sie Kabelfernsehen haben. Egal. Ist ein Insider. Stirbt man hier etwa, bevor man dahin geht? Zu tief wird das Wasser, stirbt man nämlich. Ach, hier sind wir wieder. Das ist ein Rundgang. Wir gehen mal kurz zu Rosalinde. Wie hieß sie nochmal? Wie hieß sie Rosalinde? Gerlinde. Hat hier die was Geiles? Flegel des Partisans. Ich verstehe diese Blockprozentwerte nicht.
33% des Schadens blocken ist doch nicht gut, oder bin ich dumm? Nein, beantworte das nicht. Und hier, die Eichenpfeile, Munitionskosten 1, die gerippten Bolzen, Munitionskosten 2. Exakt die gleichen Werte. Warum sollte ich die anderen nehmen? Was verstehe ich hier nicht? Ah, okay. Ich verstehe es. Es sind Bolzen für die Armbrust versus Pfeile für den Bogen. Okay, aber warum sollte man es... Trotzdem leuchtet mir es nicht ein, warum ich dann die Bolzen nehmen sollte. Schießen die vielleicht viel schneller? Das könnte es sein, ne? Mal so eine Armbrust mal probieren. Einfach mal den ganzen Shit kaufen zum Ausprobieren. Oder erstmal Ausrüstung aufwerten. Hier sind meine Stäbe. Runen 2. Plus 4. Das sind dann auch schon alle, die ich habe. Hebe ich mir noch auf. Was ist? Ich kann ein bisschen was verkaufen. Und zwar Klamotten, die ich doppelt habe. Ich habe gar nicht so viele Klamotten doppelt, sehe ich gerade. Enttäuschend. Gut. Aber, warte mal, ich habe doch noch einen Ring gekriegt. Erhöht die maximale Gesundheit, erhöht das Vitalitätsattribut. Ich habe hier noch Fluchdrachenring. Ein Ring mit einer plumpen Darstellung eines Fluchdrachen erhöht die Stärke- und Agilitätsattribute. Hier zum Beispiel würde ich mir wünschen, dass mir angezeigt wird, was der Ring verbessert, bevor ich ihn anziehe. Okay, der macht die Attribute höher. Ein einfacher Würge, geschmückt mit einem blutroten Juwel, erhöht den Widerstand gegen Bluten. Erhöht den Widerstand gegen alle Statuseffekte. Das ist ein geiler Ring. Erhöht die maximale Ausdauer. Und die Rate, das ist auch gut. In den Slot passt nur der Ring. Okay. Ich bin schon Stufe 41? Man sieht zum Beispiel auch hier nicht in der Vorschau, links bei Belastung, könnte man noch einbauen, wie sich der Balken verändert, wenn ich die Sachen anziehe, damit ich weiß, ob ich unter das Limit komme.
Kleinigkeiten, Leute. Kleinigkeiten. Kleinigkeiten. Bandolero, vielen Dank für die netten Worte. Dankeschön, das freut mich. Ich war sehr, sehr aufgeregt vor dieser Bundesliga-Folge tatsächlich. Das sind übrigens so Kleinigkeiten, wo ich mir immer wünsche, dass ich Playtester bei solchen Spielen werde und den Entwicklern das sagen könnte, weil ich halt eben so ein bisschen pingelig bin. Aber dadurch denen vielleicht auch noch Hinweise geben kann, wo man nochmal hinschaut. Ich will ja nur helfen. Hat der noch irgendwas? In Radiance Judgment. Kilo, die Beinschienen. Die sind natürlich gut, aber 6 Kilo mehr. Our Immaculate Lady will bring redemption. So, was haben wir noch? Hier könnten wir die Armbrust reinmachen und dann machen wir hier. Mal hier, Strahlenbolzen. Onwards you march, eh? Because you won't find a sniff of that in Morton. Certainly I hope it's not in the name of the hallowed, because take my word for it. There I've got many a scar to prove. Whether you've embraced Umbral or struggle against it is not. Power is a sweet temptation. And the lamp will grab, but don't confuse that. Still, I'll not deny. So the vestiges will be minded as long as I'm able. Name's Byron, by the way. Byron. I'll be around. Name's Byron. Okay, ist komplett useless. So, wir gehen. Gehen wir? Ja, oder? Wir gehen mal eben in die. In die Umbralwelt. Um mal hier abzuchecken, was hier so alles ist. Da runter? Will man da runter? Nee, da kann man nicht runter. Okay, jetzt habe ich da unten ein Item hingelegt, wo ich nicht rankomme. Übrigens, ich habe es schon mal gesagt, ich sag's aber nochmal. Viele Leute denken, R1 und R2 sind harter Schlag und leichter Schlag. Dem ist aber nicht so. Zumindest nicht, wenn man es normal benutzt. Harter Schlag und leichter Schlag machen hier genauso viel Damage. Man kann nur den harten Schlag aufladen.
Das kann man mit dem Leichten nicht, aber ich mache mal jetzt hier zum Beispiel R1. Okay, schlechtes Beispiel. Ich habe es aber auch schon mal gezeigt, da kommt von da hinten hin. Vielleicht beim nächsten Gegner. Also. Oh, denn hier. R1 macht 111. R2 macht 102. R2, 101. R1, 101. Es ist eigentlich nur interessant, für welche Combo man also sich entscheidet. Aber auch hier hätte ich den Dark Souls Approach genommen, dass man eine leichte und eine schwere Attacke hat. Zumal die R2-Attacken auch oft einen Tack langsamer sind und auch wuchtiger aussehen, sodass mehr Schaden da durchaus Sinn ergeben hätte. Da ist eine Leiter, habe ich die nicht runtergeholt oder was noch anderes? Axt des Engels. Das ist eine harte Attacke, ja. Wenn man rennt. Nope. Diese spawnen Gegner auch hart nervig einfach. Wir bauen uns hier ein schönes Quality-Bild bislang. Ob das Sinn macht? Keine Ahnung. Hier sehen wir die Axt des Engels. Dafür brauchen wir auf jeden Fall noch 2 Level. Aber auf die habe ich Bock. Ich jetzt schon Bock drauf. Sehe ich doch schon. Großaxt, ja. Großaxt, ja. Oh. Alter. Sagt ihr mir mal lieber, wie ist denn jetzt Diablo Season 2? Ich lese von manchen richtig gut, von manchen richtig schlecht. Ich weiß nicht, was ich glauben soll, ich habe es noch nicht getestet. Lohnt es sich, mit Diablo wieder anzufangen, wieder einzusteigen?
kann man Diablo vergessen? Ist das Thema erledigt? Wie ist da der Stand? Was sagt die Community? Habe ich Diablo zu früh im Stich gelassen? Oh, darf ich nicht rein? Wegen Glipsche. Besser als Season 1, aber immer noch langweilig. Wie lustig, dass das Item dann hier landet bei mir. Das klingt so mittelmäßig überzeugend, ehrlich gesagt. Es fühlt sich fast so an, als ob Blizzard so ein bisschen sein Mojo verloren hat, für das sie mal standen. Allerdings früher noch, zu Bill Roper-Zeiten. Und die sind ja nun schon lange vorüber. Man kann Uber-Uniques farmen. Das finde ich ja fast schon wieder interessant. Ey, dieses Spiel ist auch so hart unübersichtlich. Ey, man weiß hier wirklich nicht immer, wo es lang geht. Da oben auf jeden Fall ist irgendwas. Nochmal ein Shortcut. Krabbelvieh nicht gesehen oder was? Auf jeden Fall ein stolzer Preis, den Microsoft gezahlt hat. Was? 69 Milliarden? Wenn ich mir überlege, dass das Star Wars Franchise 5 Milliarden gekostet hat. Ich meine, klar, hat Blizzard, Activision, hat Call of Duty, die haben World of Warcraft. Das sind natürlich schon Gelddruckmaschinen, die du da auch irgendwie mitkaufst. Und ich bin auch wahrhaft kein Experte in diesen Relationen noch. Irgendwie, da fehlt mir so ein bisschen die Verhältnismäßigkeit. Das sind ja schon Fantasy-Zahlen, wo man einfach nicht mehr mit relaten kann. Aber es erscheint mir trotzdem einfach sehr viel für einen Publisher, der auch viele gute Leute verloren hat und auch ordentlich an Ruf eingebüßt hat in den letzten Jahren. Aber die werden sich schon was dabei gedacht haben. Da sitzen schlauere Leute als ich am Controlling-Hebel und werden das abgewogen haben. Und ich verstehe natürlich, dass Microsoft sich exklusive Sachen sichern will. Candy Crush ist da auch dabei, ja. Also es wird wahrscheinlich sogar auf lange Sicht Sinn machen, weil du einfach so viel damit einnehmen kannst. Aber auch mit Bethesda hat man sich ein Studio geholt, das auch schon, ich will nicht sagen, über sein Zenit ist, aber nicht on top of its game, finde ich.
Also bei mir schon länger, aber spätestens mit Starfield jetzt auch bei vielen Leuten, die sagen, ja, also ist natürlich immer geil und ein neues Skyrim wird wahrscheinlich auch schon ordentlich Hype auslösen, aber die sind nicht mehr so ganz untouchable, wie sie vielleicht mal waren. Hier könnte man einen Setzling hinsetzen. Und dann kommt noch dazu, dass das beides so Entwickler sind, wo die Spiele, sage ich mal, auch ewig dauern. Also, das ist jetzt nicht so, dass die alle 2 Jahre was rausbringen, sondern eher so alle 7 Jahre. Ich habe keine Munition mehr. Shit. Warum sagt denn keiner was? Der Typ wirft diese Teile, kann das sein, dass ich das jetzt erst checke? Nee, doch nicht. Okay, ich müsste hier eigentlich ins Umbral gehen, um hier weiterzukommen, glaube ich. Wie sieht's hier aus? Hier auch. Es sieht alles gleich aus hier. Hier ist doch mein Setzling irgendwo. Okay. Come on. Alter, die Kamera aus der Hölle hier, ey. Gebt euch diese Kamera hier. Ich verstehe, was sie machen wollen, aber ja, das ist auch in Dark Souls oft ein Problem, aber naja. R2-Attacke mit Doppelsperren, kein Stagger in irgendeiner Form, überhaupt nicht drauf reagiert. Jesus. Maske des Shuya-Streichers. Oh, was haben wir denn hier? Wurzelklumpen. Was haben wir hier? Speer des Shuya-Kriegers. Hat Vergiftungsschaden dabei.
geil, man macht keinen Damage so. Aber wenn man durchrollt, macht man Damage und dann sind sie noch da. Geil, das ist ja ganz cool. Ist das verwirrendes Level-Design, oder? Wie man hier wirklich gar nichts mehr rafft, wo man ist. Das ist die gleiche Höhle, durch die ich gerade gekommen bin. Dann sind wir hier runter. Okay, dann gehen wir mal hier lang. Oh, da liegt noch was. Nee, doch nicht. Geil, der nicht getroffen hat. Lächerlich, ey. Ich war ich da auch schon. Das war auch so ein Stelzenmann eigentlich. Da kommt man wieder raus aus der Umbralwelt. Aber will ich ja eigentlich gar nicht. Will ja. Hä? Ey, ohne Scheiß. Wie soll man denn hier die Orientierung bewahren? Das sieht doch alles gleich aus. Bin ich von hier gekommen? Nee, den kenne ich noch nicht, den Dude, oder? Doch, den kenne ich schon. Aber nicht hier. Here you are again. If having your eyes open to the Umbral Realm hasn't driven you mad yet, then maybe you'll enjoy. Although you never learned to balance and ignore the whispers. Nein! In dem Moment habe ich gemerkt, ich bin vergiftet. Oh, es nervt so hart. Das finde ich doch nie wieder. So, wie finde ich jetzt das wieder, wo ich da gestorben bin mit meinen 6000 Seelen, ey? War das hier? Ach nee, hier war die alte. War es da oder da? Hier? Oh. Oh, es nervt. Es nervt ein bisschen hier gerade. Weil, also sorry.
Es sieht alles komplett gleich aus, ey. Man weiß wirklich überhaupt nicht, wo hier links, rechts, oben, unten ist. Das ist doch... Oh, damit kann ich meine Estus verbessern, was ich da gerade aufgesammelt habe. Aber trotzdem ist das hier alles maximal unübersichtlich. Hier stimmt auch das Balancing nicht. Eine angerannte R2 aufgeladene Attacke kann nicht nur 20 mehr Schaden machen als ein schneller R1 Angriff. Warum sollte ich das denn dann benutzen? Das macht überhaupt keinen Sinn. Stagger Damage vielleicht, ja. Aber macht's ja auch nicht gut. Und der Grund, warum das hier so unübersichtlich ist, ist übrigens, weil die zu viele Assets hier genommen haben aus dem Editor, die gleich aussehen. Gleiche Texturen, gleiche Säulen und so weiter. Und ich bin wieder in der Umbral. Von irgendwo gibt's immer einen Giftschuss. Mobs aus allen Richtungen und dann hast du noch irgendwo einen auf einem Baum sitzen, der mit seinem Blasrohr oder was weiß ich da Gift runterspuckt. Oh. Weil es ist auch nur die pure Masse, denn eigentlich sind die gar nicht so schwer. Ach, hier ist der Typ. Oh, das war ja ganz nah eigentlich. Ich kam zu Mondstadt once. I made a mistake. I came to I made a mistake. Jetzt passiert.
Uiuiui. Oh, das ist ein Shortcut. Nein! Oh, Jesus Christ, er springt einfach runter. Weil man ja beim Rennen mit X... Oh Gott, egal. So. Schon wieder ein Boss. Der ist ja nervig. Sehe ich das richtig? Ich muss diese Dinger hier aktivieren. Mhm. Cool. Muss man dann hier sich selber in diese... Man kann den Kampf gegen diesen Boss nur machen, wenn man in der Umbralwelt ist. Sehe ich das richtig? Gibt es hier noch irgendeinen Kniff, den ich nicht checke? Nee, ne? Ich sehe gar nichts mehr, ey.
Da ist es maximal hackelig, ey. Okay, genug für heute. Lords of the Fallen. Die Session heute hat nicht so viel Bock gemacht wie die letzte, sage ich ganz ehrlich. Also dieses Gebiet ist hart nervig. Nicht, weil es so krass schwer ist, sondern es wirkt einfach nicht gut durchdacht. Nervig, aber nicht spaßig in irgendeiner Form. Schade. Aber ich werde es trotzdem weiter zocken. Vielleicht kommt ja noch wieder was Geileres. Aber das soll es jetzt erstmal gewesen sein. Schreibt mir gerne eure Meinung zu Lords of the Fallen in die Kommis. Dankeschön.